Moin Leute, wir sind jetzt gerade im Kilkenny Tourist Hostel und es ist schon wieder unser letzter Tag hier. Aber wir gehen nur noch mal runter, machen uns ein paar Sachen zum Frühstücken. Schauen, was für gute Sachen hier sind. Die kennt ihr wahrscheinlich aus Neuseeland, sind so ähnliche, nur das sind richtige Champignons mit weißen Kappen. Die Neuseeland sind eher so braun. Guten Bacon, geile Brötchen. Und ja, dann geht's auch schon weiter in die nächste Statt. Und auf dem Weg werden wir uns ein paar Sachen ansehen. Wir fahren so an einem Nationalpark vorbei. Und nicht Nationalpark, aber so einem Gebirge, wo sehr schön sein soll. Und das zeige ich euch wie immer. Heute mal mit der GoPro. Versucht, ihr am Auto zu befestigen, während ich fahre. Und dann sehen wir ja, wie es wird. Bis dann! Ja, an der Stelle kann ich euch gerade noch mal das Kilkenny Tourist Hostel zeigen. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Das hier wären so die Räume. Ich zeige euch gerade mal den Raum. So sieht er jetzt aus in seiner Hülle und Fülle und Unordnung. Das ist eigentlich ein Vierbettzimmer, aber wir haben jetzt hier zu dritt drin geschlafen. Dann gibt es noch Badezimmer und Duschen weiter auf demselben Floor. Unten gibt es dann noch die Küche. Da kann ich euch gerade noch mal ein Bild zeigen und einen Raum zum Essen. Die haben auch noch eine Lounge, wo man sich hinsetzen kann. Also sehr viele verschiedene Dinge und super freundliche Leute hier. Viel besser als in Dublin. Dort waren sie eher so abweisend und ein bisschen. Ja, vielleicht lag es auch an der Menge der Leute, die dieses Hostel beherbergte, aber es war wesentlich freundlicher und wärmer hier anzukommen als in Dublin. Ja, ich kann es euch nur empfehlen. Ihr habt sogar Lektüre, falls ihr euch langweilt in eurem Raum. Ich weiß nicht, ob das in jedem Raum so ist, aber wir haben es auf jeden Fall hier. Und ja, dann schauen wir heute noch mal ganz kurz hier raus. Wir wollen zum Aldi gehen oder zum Lidl. Gibt es hier alles. Und ja. So, kurze Pause. Ich hab was gegessen und getrunken. Und dann geht's weiter hier. Wir haben die Hälfte der Strecke. Und es lässt sich richtig gut fahren mit dem Auto. Und schauen hier mal an den Strand. Jetzt tun die Beine schon weh. Schau dir das an. Das erste Mal, dass wir Meer sehen hier. Also ich schon. Ich sehe zum ersten Mal Meer. Zumindest in Irland hier. Es riecht auch gut nach Meer. Ein paar Muscheln sind schon geknackt. Ist wohl irgendjemand einen Snack geholt.
jetzt schauen wir mal runter in den Ort Dingo und die Halbinsel, was es da so gibt. Super freundlich bis jetzt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Cooler Hund. Blend mal hier ein Bild gerade ein. Und ja, ich hoffe, die GoPro-Aufnahmen waren ganz cool gerade. Jetzt geht es nämlich weiter in den Ort. Viel Spaß. Hey!